Ich brauche einen Prime-Sub und dann gehen wir sofort rein in die dritte Folge. Ey, da ja, ist er, da ist er. Jamanbo, Bruder, dankeschön für den First Time Prime. Ich habe mich angepinkelt. Ich habe mich auch angepinkelt. Das ist respektlos. Ich kann auch einfach gehen, Marco. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas Tolles mal passieren würde. Bruder, Dominik. Schau mal durch. Dein Eisen. Da. Nein, 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 nein. Ja, ich sag Setti und Samuel. Ich sag auch Setti und Samuel. Das sind die, die am besten harmonieren und wo Setti auch nicht so dieses Ego hat von ich bin eine Beauty, ich bin was Besseres, ich lass mich gar nicht auf einen Nerd ran oder ein. Weil ich glaube, Setti ist, die juckt das nicht. Die ist ja auch sowas ähnliches wie so eine, was war diese gesagt, die ist eine Dance Girl, wie heißt das? Showgirl? Eine Stripperin! Gestern ging es um alles. Gestern ging es wirklich um alles. Das ist unser Bad. Das ist nicht euer Bad. Jeder kann unser Bad benutzen, sowohl Brenda, du benutzt Alex. Das hier aber nicht. Also raus. Nee, tue ich aber nicht. Elfa Pissimo, oh, da ist die Tür. Elfa Pissimo. Erschreck mich doch nicht so. Wie kommt eine Ameise so weit auf meinen Bauch? Ey, die muss ja richtig hochgekrabbelt sein. What the fuck? Wait, was hat der für ein T-Shirt an? Wait, was hat der für ein T-Shirt an? Hey, yo, Philo, was er hat ein C-T-Shirt an, Chat. Um viel Größeres geht's jetzt bei Valentina. Nämlich um ihre Karriere. Oh nein. Ihr Cosplay-Nerd Marco soll in aller Schonungslosigkeit erfahren, oh nein, wie viel Schufterei hinterm schönen Influencer-Schein steckt. Oder sie redet die ganze Zeit nur darüber, wie krass sie ist als Influencerin, hat 166k Follower und macht 2k Likes auf dem Bild. Ich würd echt gern wissen, was die Gage ist für so einen Dreh. Was kriegt sie für Beauty and the Nerd? Ja, also ich habe schon mit Vorurteilen manchmal zu... Liked ihr live. ...kämpfen, wenn die zum Beispiel Chat, auf dem Instagram sehen oder... Ich sage, was ich beruflich mache, Influencer sagen die, okay, bestimmt voll arrogant. Aber wie ist sie Influencer? Ja. Und so. Wie ist sie Influencerin damit? Man wird doch nicht nach fucking Followern bezahlt, wenn die Agenturen was im Kopf haben. Das ist doch wasted money. Die wird schon Cash machen. Ich frage mich nur, mit was am meisten. Das ist nicht so. Du musst Untertexte einfügen, du musst einen Link einfügen. Du musst dann eine Beschreibung für den Link einfügen. Boah, das ist echt harte Arbeit. Dann musst du die Firma verlinken. Dann musst du gucken, dann gibst du vielleicht noch einen Sticker ein. Heftig. Ein Arbeitsleben am Limit. Das ist Gesamtaufwand 2 Minuten. Ich finde krass, wie sich die Beauty-Küken untereinander noch eine verstehen. Eine Sache interessiert Brenda brennend. Chrono, wo warst du gestern? Oh nein! Während es brodelte, blubberte der Anime-Nerd im Whirlpool mit seiner Flamme Alex. Chat. Ich hätte gestern einfach versucht, ob ich auch gar nicht verstehen kann, warum ich so bin, wie ich bin, ne? Juckt dich gar nicht, ne? Wie es mir geht, was ich mache, was hier abgeht. Ich bin deine zweite... Noch kein Bingo bei Beauty and the Nerd? Nee. Wir sind hier nur Kurator, sowas ähnliches. Chat, hier können wir keinen Bingi machen. Oh nein. Sorry. So, ich meine, die kann ja auch mit dir Whirlpool gehen, ist doch egal. Ja. Oh nein. Entweder kommt die jetzt auf mich zu und entschuldigt sich für die Scheiße, dass sie da abzieht. Oh und die nein. Kann nicht machen. Oh nein. Hauptsache, ihr reißt bei der scheiß Challenge zusammen. Dann. Ja. Nicht Brenda. Kann ich jetzt Drama schieben, wie die will, das ist mir scheißegal. Aber solange wir nicht safe sind, hab ich... Wie heißt der Bree nochmal? Ich hab keinen Bock drauf, dann soll sie sich zurückhalten. Das Ding ist auch, wenn einer von uns gewinnt, dann sind wir... Vlesk. Junge, Vlesk. Vlesk und Stephanie, Junge. Die Lazy-Town-Atzen. Among Lazy-Town. Daher glaube ich auch an. Hoffentlich bleibt so. Cave Initium. Ups, sorry nochmal, ich hab hier gegengeschlagen. Oh nein. Er ist der beste Mensch der Welt. Raven. Hä? Was soll da? Ravenclaw. War das auch so eine Gruppe? Ich kann mich nur an diese wirklich zwei großen erinnern. Es gibt Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Wenn du jetzt der sprechende Hut wärst. Oh ja? Shit. Welches Haus würdest du uns zuordnen? Also jeden einzelnen. Also ich war ja vor ein paar Jahren mit meiner Mutter und meinem Schwiegervater schon mal auf der Harry Potter Exhibition in Köln. Oh! Da konnte man sich den sprechenden Hut aufsetzen. Und er hat mich nach Gryffindor geschickt. Also ich bin ganz klar in Gryffindor. Ich liebe ihn so sehr, Bruder. Ohne Witz, Chat, beschützt diesen Mann um jeden Arschgefreis. Wirklich. Ich glaube, ich würde dich nach Ravenclaw schicken. Was ist das? Was machen sie? Ravenclaw, da sind so die ganz besonders schönen so drin. Und ich glaube, da hätte ich dich tatsächlich reingetan. Na, das hast du aber süß gesagt. Oh nein, und sein Beauty sitzt rechts daneben. Cave Initium. Hä? Hallo? Hi. Hier. Bitch ist ja bei der Valentina so ein Umgangswort, sie nennt ja alles und jeden Bitch. Ey, weißt du, wo dieser eine Spiegel ist?
ein Standspiegel. Wir hatten gerade zwei bei uns. Ja, guck mal. Ich hol schnell den einen. Brian, lass dich in der Lage zu antworten, wenn man fragt. Well, 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 well. Aua, mein Fuß krampft. Bruder, er ist der Größte. Wisst ihr, was er macht? Well, 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 well. Sein motherfucking Fedora tippen. M'lady. Well, well, well. Bitte, Bruder, bitte lass die Spielchen. Antworten fällt dir schwer. Man merkt's. Wer bist du, dass ich mit dir reden muss? Wer bist du? Boy. Who are you? Funz, Alter. Richtige Funz ist das. Hä? Alles. Alter, was heißt Funz? Das alles fuckt mich gerade einfach nur ab. Heißt Funz Fotze? So, was passiert jetzt? Neben Kostümen braucht's auch super Identitäten. Du bist Rocketman, du bist die erste menschliche Rakete und ich hab gesagt, ich brauche ein paar Bänder für dein Cape zum Drauftun, ah. Aber das ist so dein Triebwerk, du fliegst so durchs Weltall. Du hast doch schon 3 Abzeichen für die meistgeholten Sterne. Digga, das kann ich einfach nicht glauben. Das wisst ihr, woran mich das erinnert? An Dans Guschas. Ja, klar. An fucking und Dominik's oh. Kraft. Hast du Dominik! Ich überlege immer noch. Lass mein Bruder Dominik in Ruhe. Also, warum hast du das falsch rum angezogen? Wo hat sie gerade hingeslappt? Wo hat sie gerade hingeslappt? Ja. Guck mich mal an. Das What the mir, fuck? Ich geh oben gucken, was die haben, okay? Okay. Hi, habt ihr irgendwas über, was ihr nicht braucht? Eventuell? Nein. Okay. Verdammt, was? Mal auf, Alter. Was stimmt mit dir nicht, du kleine Bitch, Alter? Du kleine wow! Bitch, Alter. Das war ja wirklich so lächerlich. Ich hätte es mir auch eigentlich schon denken können, dass irgendjemand da reinspringt. Ich fand's wow. Lustig, weil sie hat sich aufgeregt. Sie hat damit nicht gerechnet. Ich habe sie einfach wow. Auf frischer Tat ja, ertappt. Die Brenda ist da wie so eine euphorische Kleine reingerannt, die gerade 14 geworden ist, ihren Lolli nicht bekommen hat. Und ich bin stolz auf den Move und ich will es auch immer wieder machen. So wow. Wie bei der Valentina, ne? Will dir nicht mal ihre Farben klar teilen, die Alter, was? Zickenkrieg, weil sie einfach ein kleines Kind ist. Guck mal, ich habe sogar Blautöne gegriffen. Nein. Wenn ich teilen will, dann muss ich sie halt zwingen zu teilen, so. Alter, Chat, das wird doch so spannend. Digga, wer ist er, der blaue Power Ranger oder was? Bruder, was ist das? Fucking Kick-Ass, Deadpool, was soll das? Nein. Also gestern ging mir das echt schon so an die Nieren, den Streit mit Valentina. Und ich glaube, wenn du da an meiner Seite gewesen wärst, hättest du mich da vielleicht von abhalten nein. Können. Oder mich sogar beruhigen können oder mich ablenken können. Philo, bist du das? Bin ich was? Und auch deine ganzen Leute. Ganz normal reden. Ja. Ja. Heute Morgen ja. Auch ganz normal ja. Reden. Ja. Und dann ja. So eine ja. Ansprache. Ja, bestimmt. Oh mein Gott. Ich hab mich da von dir einfach weggestoßen gefühlt, im Sinne von... Er hat nicht Rücken gegeben, ich check. Ich hab grad keinen Bock auf dich, geh du mal, mach mal dein Ding, so oh. Such mich nicht, was gerade mit dir passiert. Und was ist deine Gefühlslage zu der Alex? Komm, sei ehrlich oh, zu mir. Oh shit. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie... Schmetterlinge im Bauch? Ja, das nicht so ganz, aber... Oh, er bleibt low-key, Chat. Du bist schon gerne in ihrer Nähe und redest auch schon er gerne bleibt mit low-key. Ihr. Das ist ja auch dein Typ, so, ne? Ja. Okay. Aha. Ich wäre ja auch nicht unattraktiv und so. Du bist ja nicht hässlich. Für mich bist du auch der hübscheste Nerd hier im Haus. Ja, shut the ich habe halt viel geredet und Mike hat halt zugehört. Aber ich weiß auch, dass der Mike das auch gut trennen kann. Nein. Und Challenge ist Challenge. Da müssen wir uns einfach beide zusammenreißen und das Ding rocken. Und diese Dinger kloppen. Halt das Maul. Willkommen zu Abgehobene Beauty. Oh mein Gott, dem Blindkampf zwischen Supernerds und Pinatas. Oh nein. Die Beauties müssen auf dem Trampolin abheben. Boah, das ist so menschenentwürdigend, Chat. Nur springend können sie das Spielgeschehen mit ansehen und ihren oh, Nerds oh, oh, Ziel an die Hohlkörperprügelei. Attacke! Nein! She did my bro dirty as fuck! Oh. Der Dominik ist heute der Water Saver. Hoffentlich wird's kein Schlag ins Wasser. Oh, Entschuldigung. Oh, ich werde verletzt, Drake. Wen sehen wir hier? Hier. Was hat sie mit meinem Bro gemacht? Ja, was macht sie mit meinem Bre? Oh. Ja. Wir haben hier Prinzessin Love Fee. Mein Nerd ist auf jeden Fall der Superheld, nämlich der Dude-Superheld für Toleranz. Das nein. Ist Rocket Man. Wow!
Schnell. Mein Nerd heißt Oceans in Seoul. Bruder, was heißt dein? Bruder, deiner bellt. Junge, deiner heißt Stefan Subdominant. What? Was das denn, yo? Bedeutet so viel wie... Deiner kläfft und bellt. Ozean im Herzen. Wir denken nicht mit dem Schwanz, wir denken mit dem Herzen. Ich kann das alles nicht. Ach du gewaltige... Freunde, hier seht ihr ein schwarzes JPG mit zwei lila Balken. Wir euch sagen, dass ihr unbedingt abonnieren solltet. Freunde, klickt auf diesen roten Knopf und alles ist bunt. Macht. Aber auch oh mein Küken Gott. Ist ehrgeizig. Wir haben schon so einen kleinen Druck, weil wir den Gott, Sieg niemand anderen gönnen als uns beiden. Oh mein Gott, darum auch der verbissene Blick. Wenn ich sage Schlag, dann Schlag. Hör gar nicht auf. Ich will es nur nicht die ganze Zeit... Wally Billy Schlag. Wiederholen müssen. Okay. Ja, das hast du jetzt schon 15 Mal gesagt. Ist okay. Ich habe Angst, mir ist unwohl. Ich war von gestern noch extrem durch, weil ein anstrengender und komischer Tag. Ich sag's dir auch gerne noch 20.000 Mal, wenn es uns hilft, hier die Challenge zu gewinnen. So. Ich bin gerade noch übelst gestresst, weil ich hasse, bin zu sein. Ist okay. Mach einfach dein Ding, ey. Vergiss doch einfach mal den gestrigen Tag. Heute ist heute und das, was kommt, auf das fokussieren wir. Hier drunter ist halt Mr. Pink, ne? Uns, oder? Wir lassen doch nicht hier immer die alten... Bruder, das ist Vlesk, wenn der Strom aus ist bei Among Us. Fichten aus dem Kasten. Augen zu. Na und? Gerade aus, Dominik. Vor dir. Haut drauf, drauf. Ja, genau da. Genau da. Draufhauen. Gerade aus. Vor dir ist eine. Bleib stehen. Genau, du hast die. Ja, genau. Haut drauf, drauf. Weiter. Darf er festhalten? Lauf, ist da was runtergefallen? Nein, lauf. Weiter. Ja, so ist gut. Hau richtig drauf. Ja, genau, jetzt ist vor dir, ja. Bisschen weiter nach vorne noch. Hühnes und Haub. Ja, feste. Hühnes und Haub. Ja, Hühnes und Haub. Darf man festhalten und hauen? Also unsere Motivation ist einfach, nicht noch einmal zu schwitzen und irgendwie in eine Situation zu geraten. Fucking Daddy. Wo wir zittern müssen, nominiert zu werden. Ja, feste. Sind die alle dumm? Ja, scheiße. Oh! Die anderen funkeln zwar wie Sterne. Aber wir schlagen an wie Asteroiden. Hände nach oben! Bruder, das ist... Hände nach oben! Das ist legit die Bodypaint-Streamerin und ihr Headmod. Anders geht es nicht. Ja, geradeaus! Ja, vor dir! Und hier wird der Discord nochmal moderiert. Das ist das Discord-Einstellungsgespräch hier. Für die Queen. Für die Königin. Das ist kacke, Alter. Feste. Wow. Dominik gibt sein bestes. Bruder, Kombo! Festes. Da! Trifft ihn ein Entwaffnungs... At this point kann ich es alles nicht mehr glauben. Man könnte hier fast schon Gangtime draus machen. Ich kann es nicht mehr glauben. Kacke. Ey, das ist so scheiße. Der möchte töten. Das ist ein Predator. Wir harmonieren sehr gut. Er möchte töten. Aufstehen, ich sehe dich nicht. Ja. Ich höre immer auf sie. Ja. Er möchte töten. Jawohl, und nochmal. Wurzel. Ja. Oh Mann, ey. Mein Stab. Jetzt. Nein, Bruder. Über dir. Ey, bitte genau nicht. Drauf. Der ist, oh nein, er ist so ein Tollpatsch, wirklich. Weiter. Der ist so ein Tollpatsch. Was ist mit diesen Pinatas los? Okay, es ist das ist, das ist keine Pinata, mein Bruder. Ich hab die doch kaputt! Scheiße! Ja! In Amora. Ey, Bruder, wenn meine Cam jetzt noch einmal ausgeht, ich schwöre, ich scheiß auf meinen Hermann Miller Stuhl. Ihr glaubt gar nicht, wie es hier mockt. Bruder, wirklich! So, mach ich den. Juckt. So. Vielleicht hast du es, komm. Es gibt nichts, was mich übrigens aber mehr abfuckt, als wenn so Leute so rumschreien. Doch, jetzt gut, warte, mal Pause. Eine gute Idee. Bewegung scheint ihr Kryptonit zu sein. Hey, yo, Philo, was sagst du heute? Alter, dankeschön für den verfickten Sub-Autismo. Weil zum Glück schreie ich nie rum. Ruhig. Digga, ist das gottlos. Ey, die hat halt eine Panikattacke, ne? Und dann mit der Sonne noch... Die hat halt eine Panikattacke, ne? Ich kann gar nicht. Gesundheit geht vor. Ab hier übernimmt das medizinische Personal. Ich glaub das nicht. Der Falkensound auch. Gut, warte, mal Pause. Eine gute Idee. Bewegung scheint ihr Kryptonit zu sein. Oh mein Gott.
Sag doch nicht sowas. Ich kann nicht mehr. Ruhig. Nicht mehr. Ruhig. Sag doch nicht sowas. Das ist so anstrengend. Ja. Und dann mit der Sonne noch. Ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. America, fuck yeah. Fick die Henne, siehst du scheiße geil aus. Ich seh gar nicht aus, Chat. Ich mach auf jeden Fall weiter, es geht jetzt auch gleich wieder. Also, du kannst ja auch Zeit lassen dabei, okay? Boah, ist das ein Samariter-Chat. Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich durch da kommen und ja auch, dass es endlich vorbei ist, dass ich da endlich aus der Situation raus kann. Die Brille schön anlassen, ja? Oder Macherin. Oh, Seven. Warum solltest du dich einpissen? Stopp. Sehr gut, Alex. Ich hab alle drei, komm. Ja, das ist ein Handschuh. Das sind zwei. Okay. Hast du alles? Ja. Da musst du mich zurückführen. Ja! Boah, ich hab mich angepisst von Nervosität. Was? Wem ist das schon mal passiert? Komm. Ja, ich kann nicht so. Was? Dreh dich um. Wegen Trampolin? Aber warum pisst man sich denn ein? Okay, fertig. Krone auf. Fertig. Fertig. Bruder, Sub und Dom, an der Leine, ja, Bruder. Danke schön, das war schön. Mach die Brille ab. Der Arme. Fertig. Schon deine Prinzessin. Die Armen. Ich hab mich angepinkelt vorne. Bruder, er ist... Fertig. Er ist so ein Cop, Alter. Cop, Daddy. Fuck, Daddy. Was ist das? Ja, fuck, shit, Daddy. Am Ende zählt die schnellste Zeit. Doch nach ihrer schwachen Vorstellung hat Nerdin Alex den Nominierungsschutz schon abgehakt. Das ist wirklich gar nicht gut. Scheiße, ey. Och, Manu aber auch. Was ist das für ein Shot, yo? Ha! Ich hab mich angepinkelt. Ich hab mich auch angepinkelt! Warum feiert er das so? Ich schwöre, ich hab mich angepisst. Ich hab mich angepisst. Die feiern halt gerade ihre Inkontinenz, verdammtes Elend. Was ist da los? Wenn ich sag alles für den Sieg, dann auch alles für den Sieg. Ich stehe ja zu meinem Wort. Hast recht. Wenn ich so scheiße ausziehe, ey, weißt du? Adieu, Amora. Wow. Vielleicht kuriert ein Bad mit ihrem Sweetheart die Trübsal und die Nein. Nein, und sie ist da! Brenda behält die beiden lieber im Auge. Bei Alex und Mike, was da los? Jetzt wird's feucht. Clips, hör sofort auf zu chatten. Was ist das schon wieder für ein Emote? Oh nein. Liest sie gerade seine Lebenslinie? Liest sie gerade seine Lebenslinie dadurch? Oh nein. Wer schützt sich vor dem Exit-Quiz? Na wer? Mr. Blass? Ja, war ja klar. Chris und Alexandra. 17 Minuten, boah, das ist... Ja, wir waren halt übel scheiße, wusste ich vorher schon. Ach Quatsch, mach dir nichts draus. So sieht echte Freude aus. 5. Platz, so. Natascha und Dominik. Chris und Alexandra. Uhu. Oh. Stellt euch mal vor, die fliegen direkt wieder raus. 4. Platz, Beverly und Florian. Bitte nicht Dominik. Trotz des Einpinkelns. Brenda und Mike. Okay. Oh, knapp. 20 Sekunden. Ja. Oder ich kann das alles nicht. Das hier ist herausragend übrigens, Chat. Setti und Samuel gönn ich's aber, by the way. Glücklich? Oh mein Gott. Diva Valentina freut sich weniger. Natursekti. Nein. Man ist nicht stolz, wenn man Zweiter ist. Das ist eine falsche Einstellung. Die ist schon wieder falsch von dir. Oh nein. Das musst du wirklich lernen. Das meine ich auch nicht böse, aber sonst sind wir immer Platz 2. Was willst du, Platz 2 immer sein? Morgen werden wir Erste. Nicht mit der Einstellung, wirklich. Stell dir mal vor, das wären eure Eltern, Chat. Was würdet ihr machen? Würdet ihr ins Heim gehen? Also das ist ja wirklich kranker Scheiß. Oh nein. Bloß unschuldiges Kuscheln. Nein. Tritt das Nerd-Titter-T in die heiße Phase. Ey,
Hör mal. Deckt euch doch einfach zu. Wenn ihr was macht, dann macht es bitte unter der Decke. War das eine Einverständniserklärung? Danny, Justin. Jo. Stört dich das gerade, Brenda? Let's go in wild with Stephanie. Oder Stephanie geht wild mit Bless. Neuer Tag, neue Moves. Er ist der geilste, Alter. Ich finde dir ins Gesicht. Nein, nein, Chat, guck mal hier. Guck mal, wer da ist. Guck mal den Strolch an da. Chat, guck dir mal den Strolch an. Nein, okay, nicht vergessen. Eieiei. Bist du verletzt? Keine Ahnung. Tja, nun. Das nenne ich vollen Körpereinsatz. In dem Moment, als ich hingefallen bin, tat es mir hier so an der Seite weh. Hier das Knie und hier natürlich die Zehen. Also, ich zeig's mal kurz. No. So. Oh! Wait. Wow! Aha. Oh. Der Fantasy-Nerd verordnet Herz, Hals und Zehe Bettruhe. Herzbettruhe, schlimmste. Fuck. Fix und fertig. Oh, ja. Fuck. Kriegen wir schon hin. Nein, so Wieland. Er hustet auch wie Wieland. Was ich. Oh nein. Ich bin echt froh, dich als Teampartnerin zu haben. Das ist die Beste, die ich glaube ich kriegen kann. Oh nein. Ich habe ja auch schon gesagt, unsere Niederlande, die gehen eigentlich immer so von mir aus. Nein. Und ich find's richtig cool, dass du das immer noch mit mir durchziehen willst. Klar. Manchmal muss ich ihn auch kurz kriegen, damit er wieder klarkommt. Ich bin zwar manchmal auch ein bisschen frustriert, ne, weil wir nicht gewonnen haben, weil ich mir das sehr für uns wünsche, aber ich würde niemals sagen... Sie hat Mom-Energy-Chat, ihr wisst, was ich meine. Sie redet aber auch mit ihm, als wäre es ihr scheiß Kind, ne? Muss man auch sagen. Ich zeig das einfach raus. Natascha ist so eine coole Frau. Hat er nicht gesagt? Hat er einfach so rausgesagt gerade? Das ist bahnbrechend, Chat. Flitz, Blitz, Chris überspringt den Planschteil und schaut erst bei den Chicks vorbei. Ich bin sofort zu den Hühnern gelaufen, weil ich einfach dachte, so habe ich den kürzesten Weg zu Alex und kann dir schon mal ein paar Teile geben. Ich bin schon mal die zweite. Ja. Oh. Sehr schön! Ruhe! Oh, wow. Wow! Setti wird dagegen. Ey, Bruder, ich trau ihr nicht mal, ne? Ganz happy. This motherfucking fit. Hey. Ich bin sehr froh, dass ich mich für ein Höschen entschieden habe. Wie viel hast du? Bruder, was war das für ein Schrei? Bruder, sie macht doch einfach... Lass doch mal die Tiere in Ruhe. Okay. Was denn, die klatschen? Ich zähl auf dich. Oh nein. Ey, wirklich, verarsch uns jetzt nicht, Dominik. Alles klar. Verarsch uns nicht. Das kommt dahin. Was ist das? Dominik, verarsch uns nicht. Cock bricht aus. Wisst ihr, was unsagbar witzig ist? Hühner mit Schuhen an. Dicker. Cock! 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 Guck mich nicht an! Digga, die hat halt... Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ich kenn ihn nicht. Sie weint halt, weil sie ihn nicht kennt, ne? Ich war einfach total im Stress und dann schrei ich ja manchmal rum. Wow! Das ist belastend. Du machst das super! Bruder, der White Knight, this motherfuck, wirklich. This neckbeard, gamer posture having motherfuck, Bruder. M'lady? Deine Lieblingsschauspielerin! Was? Mila Kunis. Was? Ich wüsste legit nicht, wer Mila Kunis ist. Ich hätte gedacht, er sagt jetzt den Namen von einem Zauberer. Richtig. Mila Kunis. Hex. Tom Cruise? Falsch. Tom Cruise. Was? Doppelt falsch. Billie Eilish. Das stimmt wiederum. Stegi, hör auf zu zählen hier. Ja, ich bin total enttäuscht. Also ich dachte halt, es wäre halt besser, aber naja. Nee, war scheiße. Oh. Nein, es war scheiße. War Kacke, wir haben ne? Schon wieder komplett verkackt. Mann, nee, nicht wir, du.
Prinzessin auf der Eichel. Du hast das verkackt. Oh shit. Oh mein. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist er richtig sauer. Jetzt knallt's richtig doll. Die Diva ist. Nein. Na? Kleine Suse? Ja, ist grad nicht einfach. Wisst ihr, was er ist? Ein richtiger Heimwerker. Er gibt mir Heimwerker-Vibes. Oh nein. Er schmeißt Sand. Ich nehme sowas natürlich halt immer leicht mit. Nein, nicht das Keb! Das ist natürlich wieder ein harter Schlag für uns. Nicht das Keb! Back! Deine Lieblingsschauspielerin! Es hat disqualifiziert. Guck einfach mein Gesicht an, dann weißt du Bescheid. Hat doch vorher keiner gesagt, dass ich nichts sagen darf. Doch. Doch. Ja. Tja, shit happens. Shit happens. Hier die Ergebnisse der anderen Teams. Survival Guys! Teams. Ah, nee. Doch, nee. Das ist actually ein Big Time Jump. Wow! Vlesk won! Ich freue mich riesig. Vlesk won, Chat! Vlesk won! Samuel hat Mitleid. Er kuschelt mit seinen Drachen. Morgen steht wahrscheinlich in der Exit. Zu 100%. Ja, gut, aber mehr geben als das, was du kannst, kannst du halt nicht. Ja. Ja. Das macht halt nicht besser. Oh, scheiße. Ja, klar, scheiße, ja. Bruder. Wobei, dass er weint, tut mir jetzt actually nicht so weh. Was natürlich bei den Beauties instinktiv laszive Auswirkungen hat. Aber selbst. Wie random ohne Vorwarnung. Es ist einfach das Schnittbild. Was zur Hölle? Ey, ey, ey! Ey, Bruder. Wenn ich höre, was Beverly so teilweise von sich denkt. Also, das drückt mir auch irgendwie so aufs Herz, wenn. Teilweise von sich denkt. Also, das drückt mir auch irgendwie so aufs Herz. Ich kann's nicht sagen. Ey, wäre ich gecancelt. So, Leute. Last Stream. Was unser Plan ist. Nicht so lollig. Schlafen. Hört auf. Ernst? Okay, gute Nacht. Oh, guck mal, wie er da sind. Chat, ihr seid eine wirklich hart arbeitende, strong, independent woman. Komm her jetzt, wir wollen dich hier haben. Komm schon. Ob wir das wollen, das ist die Frage. Oh. Ich bin doch selber damit nicht einverstanden, dass wir Zweiter sind. Gut, ja, perfekt. Jalla, geschlafen, damit du vorbereitet bist. Okay. Er ist so ein Sub, Bruder. Es ist krank. Was? Ja, ich höre euch schmatzen. Oh nein. Die Vlesks. Denn ein Team muss die Villa am Ende dieses Tages verlassen. Oh nein. Bruder, was machen die da? Die Vlesk-Mingos. Wir sind eigentlich von Anfang an schon recht gut miteinander klargekommen, haben uns auch gut verstanden. Ich glaube, das hat sich jetzt nur einfach noch mehr gefestigt. Ist doch keine sexuelle Handlung. Digga, dieser Leberfleck ist halt wirklich potenziell toss, ne? Die pinke Rasselbande! Pink Floyd! Eine noch bessere Taktik ist Teamharmonie. Habt ihr es geschafft, gestern noch zu reden eigentlich? Wir haben heute nicht ein Wort gemacht. Mein Bro chillt und sucht nachher den Schatz. Lil Bro Ruffy Cosplay. Wäre auch langweilig. Ja, es wäre langweilig. Aber dafür müsst ihr euch. Die sind halt wirklich Content, ne? Und das Gespräch. Mach ich nicht. Und alles, weil er mich einfach genervt hat heute den ganzen Tag. Valentina erbarmt sich also endlich. Zeit, Ort und Tonlage bestimmt aber natürlich nein. Sie. Wir müssen beide jetzt. Bruder, er kriegt fetteste Glow-Up. Glaub mal, Chat. Mal reden, Marco. Danke. Und er kommt ange. Setz dich. Die letzte Folge scheinbar mit ihm. Das ist die letzte Folge, Bruder. Genießt doch mal alles, was er zu bieten hat. Heutlich Krettis. Und schon findet. Wisst ihr, wie das hier aussieht? So dieser übel lange gleiche Rücken und diese Attitude. Es ist so irgendwie. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht ist es auch wieder ein C-Take von mir oder so, aber. Er gibt mir ein bisschen. Jetzt check ich. Maxim. Das ist respektlos. Du warst gerade respektlos, weil du mir ins Wort gefallen bist. Ich kann auch einfach gehen, Marco. Ich habe kein Problem. Warte, stopp. Maxim? Deswegen bin ich. Gäbe es League of Legends nicht. Die 25 Euro, scheißegal. Ich arbeite dafür 2 Monate. Was?
Mir sind die 25 Euro scheißegal. Sie arbeitet für 25.000 zwei Monate. Ich hab den falschen Job, Alter. Lauter reden. Ey, ich werd Reality Star. Mir egal. Warum wir exit-gevotet werden? Ich guck immer, dass ich hier eine bestimmte Harmonie. Gewinner-Mentality hat er. Das ist hinterfotzig, was du sagst. Nö. Du sagst die ganze Zeit das und das und das. Du stimmst mir voll zu. Ja. Dies und das. Du hast ihn einfach an den Eiern, Madame Müsli. Bro, das Ding ist, ich check schon, man will so richtig, dass die rausfliegen und shit. Aber die müssen halt drinbleiben für den Content. Markus schon eigentlich ein Lieber. Ist er halt auch wirklich. Die Nerds sind alle lieb. Die sind halt socially nicht so bewandert einfach. Das ist auch toll. Die gibt einfach gar keinen Fick. Und jetzt ficken wir die anderen im Exit. Und da, guck mal, guck ihn dir an. Und schon ist er wieder im Arsch. Scheibenkleister Hühnerei. Wird es überraschend ernst. Oh, 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 oh. Chat, jetzt geht's los. Chat, jetzt geht's los. Oh, fucking hell. Oh, was? Jeder oh, mein Gott. Jeder darf nominieren. Cool. Die Mehrheit. Ich dachte, ich kann meinen Kopf heute ausschalten. Das ist echt fies. Die würden... Oh nein, Dominik. Das ist halt Survival of the Fittest und die Mäuse werden meistens gefressen, Dominik. Also nimm dich in Acht. Niemand wird jemand anderes außer halt Beverly und Flo und Walter und Marco wählen. Und jetzt ist halt nur die Frage, wen nehmen Doch. Wir? Die Pink halt fliegt raus. Valentina braucht man nicht wählen. Ich würde es den Pinken gönnen. Die kriegen Stimmen. Also misslich Pink würde ich es gönnen, rauszufliegen. Die kriegen. Mann, Domtendo looking. Oh, Dicker, er schnippst doch einfach. Lifehack. Wunschgegner. Ja, das ist Valentina. Das ist der Valentinasaft. Valentina ja. Und Marco. Ja, warum? Wir sind da starke Konkurrenz. Und ich glaube deswegen. Oh, weil die jetzt immer 1 und 2 geworden sind. Das ist so dumm. Aber Marco und Valentina, ihr seid es leider. Nein, 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 nein. Wie er sich dafür auch noch entschuldigt. Und guck mal, wie sie da. Also das ist halt, das ist so geil, dieses Bild ist so geil. Klar, logisch. Und wir wissen, dass wir wahrscheinlich Stimmen bekommen. Logisch, klar. Und deswegen war die einzige Möglichkeit, um noch irgendwie Chancen zu haben, dass wir nicht im Exit kommen. Klar, landen, logisch, na klar. Ein anderes Team zu wählen, das vielleicht auch noch eine Stimme bekommt. Hä? Und deswegen, Alex, Chris, unsere Stimme geht an euch. Das macht gar keinen Sinn. Brenda und Mike, ist unsere Taktik und unser Plan komplett aufgegangen. Oh mein Gott. Ja, sag jetzt einfach, wir wissen, dass wir das sind. Deswegen tut's uns leid. Durch das Unentschieden dürfen sich Valentina und Marco das gegnerische Team aussuchen. Oh mein Gott. Wir müssen euch leider nominieren, Chris und Alex. Gut. Oh mein Gott. Dann wollen wir mal. Wer macht's das? Das ist ja spannend. Oh mein Gott. Okay. Entspann dich. Ich wollte einmal Imposter sein. Nein, darf ich nicht. Schon wieder. Ich muss die Karte swipen. Das Liebesglück der Pink Lovers steht auf dem Spiel. Verbinden. Ausgerechnet angezettelt durch Mikes Teampartnerin Brenda. Schon wieder. Bin dort durch gerade, ne? Anders. Yo! Lil Bro pressed Attack Button. Alter, er hat aus Versehen einfach R2 gedrückt. Wenn ich hier nicht noch mehr abreißen soll, dann brauche ich gerade Ruhe. Ja, okay, check. Kriegst du auch. Kein Problem, mein Bre. Exit Quiz! Exit Quiz! Das Team mit den meisten richtigen Antworten. Ich hab Turbo. Welcher Hesse hat von 2010 bis 2013 alle Weltmeistertitel in der Formel 1 gewonnen? Hamilton? Hamilton? Hesse? Ja. Hä? Also da muss man nicht mal Knowledge für haben, um das zu wissen. Welches Accessoire trägt Hello Kitty auf dem Kopf? Ein Schleifen. Was? Ein Schleifen. Ein Schleifen. Ein Schleife. Ja. 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 Richtig. Ja. Okay. Aus welchem Land stammen Animes? China, sagt sie. Sie sagt China. Aus Japan. Oh mein Gott. Fucking hell. Wie nennt man den speziellen Kleidungsstil von Alex, der an einen Filmtitel aus den 90er Jahren Lolita. Erinnert? Muss er wissen. Wie nennt man ihn denn? Muss er wissen. Muss er wissen, Bruder. Nicht, es heißt nicht Vlask. Hört auf, Chat. Lolita. Ja. Ja. Yeah. Sternzeichen ist Marco. Sie wird's wieder rumdrehen, ne? Sie wird's wieder rumdrehen. Steinbock. Digga, sie wird halt kreischbrüllen, schluchzen und schnaufen aus der Nase, wird Schnodder laufen, wenn sie gegen ihn spielt. Ich liebe gerade alles dran, es ist so Content. Aus wie vielen Blättchen besteht Alex
Kleeblatt-Tattoo. Die wird halt so schreien und kreischen, ne? Sieben. Ja. Jawohl. Ich kann es kaum erwarten. Ich will, dass sie verliert. Einfach, weil ich so schadenfroh bin in dieser Serie hier. Ich will, dass sie verliert und kreischbrüllt, was das Zeug hält. Was wird in der Regel in einem Flakon aufbewahrt? Parfum. Pinklich muss kreischen. Schmuck. Sehr gut. Sehr gut. Aber eigentlich nicht gut. Ich will halt, dass sie rausfliegt, aber ich will auch, dass sie aus den Haaren welches nachtaktiven Tieres werden Rasierpinsel hergestellt? Weiß ich, Boston sind das. Keine Ahnung, actually. Dachs? Das ist wahrscheinlich nicht, aber Nerze. Und jetzt kommt Dede und sie. Ah, ah. Wo am Körper werden normalerweise Joker getragen? Ja, das weiß er. Das weiß er. Das weiß er. Halt. Das weiß er. Das weiß er. Steht da drauf. Welches stark riechende Sekret eines Horntiers verleiht Parfüms den typischen animalischen Duft? Weiß er. Weiß er. Moschusochse. Moschus. Weiß er. Weiß er. Muschis. Nein, ich bin mir nicht sicher. Irgendwie Moschus. Ja! 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 Wie viele Geschwister hat Valentina? Keine. Das kam aus der Pistole geschossen. Die fliegen halt raus! Die fliegen halt raus! Komm mal, komm mal. Ja, ist Chris geboren. 1989! Ja, Mann! Film, was heute? Stellt euch mal vor, sie hätte jetzt einfach den Zahlen drin, 1998 drin gehabt. Ich hätte eingeschissen vor Lachen. Warum ist sie denn doch noch nicht dran? Halt's Maul, du Bitch! Du wirst sowieso nicht gewinnen, Brenda! Halt's Maul, Bitch!